Einsatz in der Ostsee. In der Nähe der Insel Rügen, nördlich Sassnitz, befindet sich das Fahrgastschiff Brigitte. Ein Passagier muss mit Verdacht auf Herzinfarkt abgeborgen werden. Das heißt, leinenlos für den Seenotkreuzer Wilhelm Kaisen. Rund 2500 Mal im Jahr muss die DGZRS raus im Kampf gegen die Zeit, die Kräfte der See, den Wind, das Wetter. Tag und Nacht. Der Blick des Fuhrmanns gilt dem Fahrgastschiff Brigitte. Über Rügen hat es sich zugezogen. Der kräftige Seegang macht das Längsseitsgehen und das Abbergen nicht einfacher. Voller Sorge, die Familie des Herzpatienten. Das Abbergen von Kranken und Verletzten auf See ist grundsätzlich gefährlich. Zu unvermittelt sind die ruckartigen Schläge der zwangsweise zusammengekommenen Schiffe. Auf dem Fahrgastschiff Brigitte ist der Herzpatient bereit zum Transport. Seine Frau und seine kleine Tochter wollen ihn nicht allein lassen. Die Sache ist ernst. Der kritische Punkt. Die Übergabe des Patienten von Schiff zu Schiff. Geländer, Treppen, alle Unebenheiten müssen überwunden werden. Und das Schiff arbeitet schwer in der See. Die Bergungstrage ist für diese Fälle extra ausgelegt. So kann der Vater sicher in das Bordhospital getragen werden. Ganz in der Nähe des Seenotkreuzers mit dem Herzpatienten an Bord hat sich aufgrund der Wetterlage ein weiterer Unglücksfall ereignet. Immer wieder wird das Spiel der Elemente unterschätzt. Das ist besonders dann fatal, wenn der rettende Motor aussetzt, wie bei diesem Segelboot, das nun am felsigen Untergrund zu zerschellen droht. Retter in der Not. Die Helene hat den Segler auf den Haken genommen und wird nun unabhängig vom Seenotkreuzer den Heimathafen Sassnitz anlaufen. Im Schlepp die erschöpften Segler. Na ja, dann sieht das ja gut aus. Klar. Bei dem Herzanfall handelte es sich nur um eine leichte Attacke. Zum Glück. So sind sie, die Männer da draußen. Die Seenotretter. Sie fahren hinaus, wenn andere reinkommen. Sie bringen Hilfe bei jedem Wetter, bei Tag und bei Nacht. Uneigennützig, selbstlos, freiwillig. Eben Profis. Helfen kann jeder, auch an Land. Als Fördermitglied bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.